Ihr kennt doch bestimmt die perfekt aussehenden Bilder, wie von zum Beispiel eBay, mit dem klaren Hintergrund, dass das Produkt eigentlich immer professionell aussieht. Dafür musste man sich bisher immer voll professionelle Equipment anschaffen. Ein paar Lichter, um halt das Ganze gleichmäßig auszuleuchten, dann noch irgendwie einen Diffusor, noch mehrere Hintergründe und so weiter, was man dafür noch alles weitere braucht. Für den Normalnutzer viel zu kompliziert. Damit will sich kein Normalnutzer beschäftigen, der will einfach nur ein Foto machen und das dann auf dann seiner Verkaufsplattform hochstellen. Diese Kompliziertheit ist jetzt vorbei. Mit dieser Fotobox hinter mir kann jetzt selbst jeder Dulli aus der 7. Klasse professionelle Aufnahmen selbst mit seinem Smartphone machen. Das in diesem Video. Hier blende ich euch jetzt mal ein paar Beispielaufnahmen ein, die ich schon am ersten Tag mit dieser Fotobox gemacht habe. Und von diesen Bildern sind jetzt auch nur 2 Fotos mit meiner richtigen Kamera gemacht. Alle anderen habe ich mit meinem Smartphone gemacht, denn das geht hier nämlich ganz genauso. Hier nur eine einzige Voraussetzung. Entweder dein Handy braucht eine Telelinse oder nur mal ein bisschen mehr Megapixel, wie zum Beispiel 48 Megapixeln bei dem iPhone 15. Diese Anforderung würdet ihr zum Beispiel erfüllen, wenn ihr zum Beispiel alle iPhones mit einem Pro am Ende des Namens hattet, denn da ist es nochmal eine Telelinse verbaut, oder halt nochmal mit den neueren iPhones, wie zum Beispiel iPhone 14 oder iPhone 15, die halt auch schon 48 Megapixel in ihrer Kamera mit drin verbaut haben. Diese Voraussetzung ist deswegen so wichtig, da man noch reinzoomen muss oder halt diese Telelinse verwenden muss, weil sonst, wenn man die Weitwinkelkamera verwenden würde, würde man halt diese Aluminiumränder hier sehen und das ist ja eben nicht erwünscht. Man will ja eben nur diesen weißen Hintergrund haben. Also wie gesagt, wenn du eins von diesen Handys benutzt, bist du schon mal mit drin. Bei Samsung oder Android-Handys weiß ich jetzt nicht Bescheid. Und das war's dann auch eigentlich schon mit der Vorbereitung. Ihr legt euer Objekt einfach in diese Box hier hinten rein, schraubt dann noch beim Fotografieren die Belichtung dann auf eurem Handy dann einfach hoch, sodass das dann auch noch ein bisschen ausgeglichen wird durch diesen weißen Hintergrund, und fotografiert dann einfach. Das kann selbst jeder Kevin in der 7. Klasse. Hier ist wirklich gar nichts kompliziert. Boah, das heißt ja, ey, vor ein paar Tagen hatten wir ja noch irgendwie wieder bewölkt und Regen und alles weitere und jetzt auf einmal ist es 26 Grad. Ey, ich verstehe es wirklich nicht. So, wenn man diese Box dann auch mal nicht jeden Tag benutzt, dann möchte man sie dann ja auch vielleicht mal irgendwie verstauen, irgendwie wegstellen. Es verbraucht ja auch irgendwie nur unnötig Platz, wenn man hier so eine etwas größere Box einfach mal stehen lässt. Das will man ja nicht, das sieht auch ja irgendwie nicht schön aus. Diese kann man dann auch einfach dann zufalten, einfach dann zusammenklappen und kann man die dann einfach kompakt dann irgendwo in irgendeine Ecke dann stellen und dann stört einem die dann auch nicht mehr. Aber kommen wir jetzt mal zum Test. Was für Kriterien könnte man jetzt hier bei so einer Fotobox haben? Ist die Box hell genug? Ja, auf jeden Fall. Diese Box ist mit 60 Watt ausgestattet, also so viel wie auch normalerweise richtige so Einsteigerlichter schon haben würden, womit man auch jetzt dann hier schon so eine große Softbox hier mit betreiben könnte. Das ist also vollkommen genug. Ich habe jetzt hier meine Box hier auf der niedrigsten Stufe eingestellt, wie es nur geht, damit das hier irgendwie fürs Video passt. Ich kann es ja mal hochdrehen, damit ihr seht, wie hell das irgendwie geht. Jetzt mache ich das Ganze mal hoch. Bom, und auf einmal ist alles ausgebrannt im Video. Die nächste Frage, die man sich noch stellen könnte, ist, gibt es noch weitere Hintergründe? Denn weiß, ja, ist für die professionelle Produktfotografie wunderschön, aber man kann ja auch mal ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Und ja, wie gesagt, es gibt hier auch noch verschiedene Hintergründe. Die werden dann auch mitgeliefert. Hier gibt es dann die Farben, werde ich jetzt hier auch nochmal einblenden. Das kann man dann wirklich gut dafür nutzen, um zum Beispiel Farbkontraste zu setzen. Man könnte also zum Beispiel ein rotes Objekt auf einen grünen Hintergrund legen, was ja ein schöner Farbkontrast ist. Oder man könnte aber auch einfach die Farbe verstärken, indem man einfach ein blaues Objekt auf einen blauen Hintergrund legt. Auch nochmal schön zu sehen. Übrigens, eine Sache hatte ich noch vergessen. Wir haben jetzt den schwarzen Hintergrund und wenn man das hier drauf legt, dann ist das klar, dann sieht der Boden eher grau oder halt eher nur ein bisschen dunkler aus, aber so richtig schwarz oder nicht. Das ist auch dafür nicht so gedacht. Wenn man den Hintergrund schwarz haben will, dann sollte man das Objekt näher zum Licht bringen, als dann auch der Hintergrund ist. Das heißt, man hält das dann etwas höher, muss dann sich dafür entweder einen Ständer kaufen oder man hält das dann hier einfach hin und kriegt dann auch so, wenn man das dann hier etwas höher ans Licht hält und dann halt auch etwas weiter vom Hintergrund entfernt ist, kriegt man dann somit einen dunkleren Hintergrund hin. Also hier geht dann nicht einfach hier auf den Boden legen, das ist dann halt einfach hier nicht gut. Und jetzt die wichtigste Frage zum Schluss. Ist diese Box ihren Preis überhaupt wert? Diese Box kostet auf Amazon 66 Euro und ich würde sagen, ab dem Punkt, wo ihr 6 bis 7 Mal pro Jahr irgendwie etwas verkauft, auf eBay, auf Kleinanzeigen, da würde ich sagen, ja. Ich meine, ihr kommt damit einfach professioneller vor. Und jetzt auch vor allem, wenn ihr teurere Gegenstände fotografiert, dann erst recht, dann lohnt es sich erst recht nochmal in so einen zu investieren, denn dann kommt das Produkt doch einfach hochwertiger vor. Ihr könnt dafür dann auch mehr verlangen, da es halt einfach hochwertiger fotografiert wurde. Ich meine, was würdet ihr kaufen? Würdet ihr lieber eine Kamera kaufen, die hier so fotografiert wurde?
oder eine Kamera, die in dieser Szene fotografiert wurde? Also ich glaube, die Antwort ist hier ganz klar. Ich muss hier aber natürlich auch nochmal erwähnen, diese Fotobox ist nicht für alle Gegenstände natürlich gedacht. Wenn man jetzt mal hier so die Größe der Fotofox einmal betrachtet, man sieht hier, die ist nicht unendlich groß. Wenn man also größere Objekte als dieser Umfang reinstellen will, dann könnte das knapp werden, halt nur mal mit dieser Größe. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass hier ein Fotorucksack nicht mehr reinpassen würde. Das würde knapp werden. Oder auch zum Beispiel ein 27-Zoll-Monitor. Das geht dann eher nicht. Aber das fällt dann auch dafür dann wieder in eine ganz andere Kategorie. Ihr müsst euch dann wieder halt größere Hintergründe kaufen, wo ihr das dann auch größer ausbreiten könnt und halt wieder viel mehr investieren. Und dafür ist halt diese Box hier einfach gar nicht gedacht. Es ist halt einfach, um halt normale Gegenstände aus dem Alltag perfekt zu fotografieren, professionell zu fotografieren, um Produktbilder zu machen und dann halt auch dann vielleicht zu verkaufen. Diese Fotobox hinter mir ist von der Marke Raleno. Von der Marke gibt es auch noch andere Produkte auf Amazon, die man sich dann günstig erwerben kann. Wie dann zum Beispiel noch irgendwie auch Softboxen für wenig Geld, für günstig Geld. Man muss sagen, die ist dann auch nicht so hochqualitativ. Also man merkt, die Qualität ist dann auch nicht ganz so hoch. Aber es ist halt auch einfach eine andere Preisklasse. Wenn ihr professionelle Fotos machen wollt oder halt nur mal Videos filmen wollt, dann zählt die Qualität im Endeffekt keine Rolle und im Endeffekt zählt nur das Resultat, was am Ende rauskommt. Und das geht natürlich mit diesen günstigeren Produkten genauso. Raleno hat mich also angeschrieben, ob ich ein Video über deren Produkt machen wollte und wie ihr gesehen habt, ja, ich wollte halt nur mal. Ich habe sie also zugeschickt bekommen. Jedoch darf ich trotzdem meine freie Meinung dazu äußern. Und das habe ich auch gerade in diesem Video gemacht. Jetzt probiere ich nochmal eine Sache aus. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.